Herzlich willkommen zur ersten Yoga-Challenge. Ungesunde Fehler im Yoga vermeiden und anatomisch korrekt und gesund Yoga üben. In diesem Video zeigen wir dir drei häufige Fehler im Yoga, die du vermeiden kannst, dass deine Yoga-Praxis noch effektiver, gesunder und wirksamer ist. Bleib dran, es geht gleich los mit der ersten Übung. Ja, der häufigste Fehler beim Yoga-Üben ist der Ehrgeiz, der Druck, der Zwang, die Vorstellung, in eine Stellung hineingehen zu müssen, nach einem bestimmten Bild. Jetzt ganz wichtig, wenn ihr Yoga übt, dass ihr aus diesem Druck rauskommt, dass ihr achtsam eure eigene Form findet und eben mit Hingabe, mit Leichtigkeit übt und ganz entspannt. So, schließ mal deine Augen. Kannst du gleich aufstehen in eine Position und dann erinnere dich jetzt an diese Punkte, dass du achtsam, sanft, langsam, bewusst mit Hingabe in deine Stellung hineingehst, in die nächste Stellung und dann deine eigene Form findest, also ohne irgendein Leistungsturnen, ein Leistungsdruck. Dann öffne deine Augen, wir machen eine Übung, die Vorbeuge im Stehen, Uttanasana. Atme ein, heb deine Arme, entspannt, streck deine Wirbelsäule und atme aus, ganz sanft nach vorne beugen. Wenn du noch nicht so beweglich bist, kannst du auch die Knie etwas einbeugen. Dann den Kopf wieder anheben, die Wirbelsäule strecken, die Arme nach oben ziehen und wiederhole das einige Male in deinem Rhythmus, hingebungsvoll, achtsam. Kannst auch mit geschlossenen Augen üben, dann beim Hochkommen wieder die Augen öffnen und ausatmen, wieder vorbeugen und auch die Zehen ganz entspannt lassen. In deinem Rhythmus, ganz wichtig, in deiner Form Yoga üben. Und dann bleib in dieser Position. Jetzt, wenn du noch nicht so gelenkig bist, kannst du die Knie etwas beugen. Wenn du gelenkiger bist, kannst du die Beine strecken. Und dann kannst du einfach tiefer in die Vorbeuge hineingehen, den Kopf etwas rund machen und ganz bewusst tief und langsam atmen und deine Form finden, wo du dich wohlfühlst, wo du loslassen kannst. Und dann kommst du ganz langsam aus dieser Stellung heraus, hebst den Kopf, kommst langsam nach oben und sinkst deine Arme. Jetzt kannst du eine Drehhaltung machen, die kannst du dich nach vorne drehen. Und jetzt der zweite Fehler. Viele Menschen, wenn sie Yoga üben, machen sie es zu schnell, zu hektisch und die Atmung und die Bewegung sind nicht koordiniert, ja, das ist so ein bisschen fast Richtung Gymnastik geht, mit Schwung. Und das ist eben wichtig im Yoga. Jetzt kannst du mal die Arme seitlich heben, die Hände kannst du nach unten noch öffnen, dass die Schultern entspannt sind. Und dann ganz langsam mit der Ausatmung nach rechts drehen, das Becken bleibt stabil, der Atem führt die Bewegung. Und einatmen kommst du wieder in die Mitte und ausatmen drehst du dich nach links. Der Atem führt die Bewegung, einatmen kommst du in die Mitte, ausatmen drehst du dich nach rechts und einatmend. Und so wird es zur Meditation, Yoga, die Energie, das Prana fließt. Es ist eine Meditation in Bewegung, der Atem ist immer etwas länger als die Bewegung. Einatmen wieder in die Mitte. Und ausatmen, wieder nach links drehen. Und dann kommst du einatmend in die Mitte und drehst dich jetzt nach rechts. Und dann bleibst du in der Stellung, schließt mal deine Augen. Und dann erlaubst du dir bei jedem Ausatmen noch etwas tiefer in die Stellung zu kommen. Es geschieht fast von alleine. Und eben diesen zweiten Fehler, der Atem sollte wirklich die Bewegung führen und nicht umgekehrt. Wenn du das korrigierst, wird Yoga noch viel tiefer gehen, die Wirkung auf der energetischen, geistigen Ebene, aber auch auf der muskulären Ebene. Du
kannst du in die Mitte kommen, einatmen und noch nach links in die Rotation gehen mit stabilem Becken. Die Augen wieder schließen und dann eben spüren, wie der Ausatmen dich noch etwas tiefer in die Drehung, in die Oberwirbelsäulenbewegung geht. Deine obere Wirbelsäule dreht sich, die BWS, dein Nacken geht sanft mit. Und dann kommst du langsam in die Mitte, senkst die Arme und schließt deine Augen und spürst jetzt den Atem. Denn wenn du eben den Atem harmonisch mit der Bewegung verbindest, ist jetzt der Atem fließend. Und das ist ganz wichtig, der fließende Atem im Yoga. Dann machen wir noch eine dritte Übung, einen Fehler, dass man eben anatomisch häufig zu ungenau übt. Das sehe ich auch immer wieder bei erfahrenen Yoga-Lehrern, dass es da wieder Fehler gibt. Und ein typisches Beispiel ist die Rückbeuge, heb mal einatmen, die Arme nach oben und beug dich nach hinten. Da geben eben viele zu stark ins Hohlkreuz, das gibt Druck auf den Bandscheiben, kannst du wieder aus dieser Stellung herauskommen. Und machen wir es gerade gesund, dass du eben ganz achtsam einatmen, die Arme hebst, Bauchspannung, Bauch angespannt und dann mit dem Ausatmen aus der BWS nach hinten beugst, mit langem Nacken die Spannung hältst. Jetzt kommst du vielleicht nicht ganz so weit, aber spür mal, wie sich das anfühlt. Eine gesunde, anatomisch korrekte Rückbeuge. Und das machen wir bei allen Asanas. Das ist anatomisch korrekte, zeitgemäße Üben, dass es gesund und wirksam ist. Wenn es dir zu intensiv ist, kannst du etwas weiter nach vorne kommen, korrigieren, deine Form finden. Und wenn du schon sehr fortgeschritten bist, vielleicht etwas tiefer noch in die Rückbeuge gehen. Und dann kommst du langsam nach vorne, senkst deine Arme, schließt deine Augen. Verinnerlichst nochmals diese drei wichtigen Punkte. Das erste: ohne Ehrgeiz, ohne Druck üben, ohne Vorstellung, irgendwo hingehen zu müssen, mit Achtsamkeit deine eigene Yogaform finden, mit Hingabe, mit Leichtigkeit üben. Das ist das Erste. Der zweite Fehler, dass du eben die Atmung nicht koordinierst, dass die Atmung nicht die Bewegung führt. Der Atem ist langsam, sanft und führt die Bewegung, sodass das Prana in Fluss kommt, dass der Geist, Körper und Atem in Harmonie sind. Ganz wichtig, dass du es immer wieder korrigierst. Und der dritte Fehler, dass du anatomisch korrekt übst, dass du eben das Becken aufrichtest und mit dem stabilen unteren Rücken nur aus der Brust dich nach hinten beugst. Und dass bei allen Übungen, die du machst im Yoga, immer wieder anatomisch korrekt übst, damit Yoga wirkungsvoll ist, effektiv und vor allem auch gesund. Ich danke dir für dein Mitmachen und hoffe, dass dich dieses Video inspiriert hat, bei der nächsten Übungspraxis diese Fehler zu vermeiden. Herzlichen Dank für deine Präsenz.